Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute machen wir mal was richtig Cooles. Ich habe von meiner Familie einen Gutschein geschenkt bekommen und den löse ich jetzt ein. Die dachten natürlich, ich gehe mit denen irgendwie Alpaka reiten oder sonstiges, aber ich habe mir da was anderes rausgesucht, und zwar ich mache meinen ersten Fallschirmsprung. Ich bin jetzt tatsächlich hier auf dem Flugplatz und ich werde in 10 Minuten, schätze ich mal, mich umziehen, und dann geht es hoch auf 4000 Meter Höhe und wir tun dann einen Tandemsprung machen. Also da bin ich jetzt mal mega gespannt. Ich habe da einen Kameramann gebucht, der das mitfilmt, weil selber darf man das da oben nicht filmen, und das wird bestimmt eine mega geile Sache. Also, jetzt gehen wir aber mal los und dann könnt ihr mal sehen, wie es weitergeht. So, das ist der Hangar. Oh, ich sehe gerade, jetzt kommen die ersten schon runter. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich sieht, aber die sind schon abgeworfen worden. Ah, okay, da hat eine Fallschirmprobleme gehabt, die hat der zweite Fallschirm genommen. Also da ist jetzt gerade mega was los da oben. Da hat sich bei einem tatsächlich der Schirm nicht geöffnet und hat dann den Ersatzschirm genommen. Und der fliegt jetzt gerade oben rum. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es richtig auf der Kamera sieht. Ah, und da kommt der erste schon runtergepfiffen. Jetzt ist mir auf dem Zahn. Jetzt sind wir gerade bei uns anzuziehen. Das sind unsere beiden Tandemspringer. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Das ist der Rainer. Ja. Ja, klar. Haben wir extra gleichnamige Tandemmaster für euch organisiert. Das habt ihr richtig klasse gemacht. Ein Service von uns, gell? Super. Ach so. Man sieht sich. Jetzt geht's los. Ja.
Sache. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Der freie Flug durch die Wolke, durch der Nachera und so, war echt mega. Also ich kann es echt bloß jedem empfehlen, mal sowas zu machen. Einmaliges Erlebnis. So, das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video von meinem Fallschirmsprung. Ich habe doch tatsächlich vor Ort vergessen, da meinen Abschluss zu machen für dieses Video. Da ist man so unter Adrenalin, das ist echt brutal. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das gemacht habe mit dem Fallschirmsprung. Ich habe vor längerem schon mal erzählt, dass ich mir so eine Bucketliste gemacht habe, wo ich einfach ein paar Dinge noch gern machen möchte, erleben möchte. Und da dazu zählt gerade auch so ein Fallschirmsprung. Also ich muss sagen, Leute, das war so mega geil, dieser freie Fall da aus 4000 Meter Höhe. So ein kurzes Hintergrundwissen vielleicht noch oder Hintergrundinfo. Man erreicht eine Geschwindigkeit von um die 200 km/h im freien Fall. Durch diesen kleinen Bremsfallschirm wird es reduziert, sonst könnte man über 300 sogar erreichen. Und der Moment, wo man einfach aus dem Flieger rauskrabbelt so und dann sagt so, jetzt stürzt man sich in die Tiefe, das ist brutal. Also das ist echt ein Erlebnis. Der, wo mal Bock auf sowas hat, das soll er unbedingt machen. Also es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Das ist pures Adrenalin. Also ich würde es sofort wieder machen. Es ist nicht ganz günstig. Das hat jetzt knapp 200 Euro gekostet, der Sprung. Der freie Fall dauert ungefähr, 60 Sekunden. Und das Gleiten dann war nochmal so 5-6 Minuten, aber es ist einfach der Wahnsinn. Zur Bucketlist, ich habe ja noch ein paar andere Sachen schon abgehakt, zum Beispiel auf dem Nürburgring die Nordschleife zu fahren, das war auch so eine Sache, einmal auf einer Rennstrecke zu fahren. Dann habe ich ja diesen Fernsehauftritt mit Nagel und Köpfchen, das war für mich auch so ein Erlebnis, wo ich mal einfach gern machen wollte. Und ja, so gibt es noch ein paar Dinge und immer wenn ich sowas mache, lasse ich euch daran teilhaben. Vielleicht ist es ja auch mal ein Ding, wo ihr gern machen würdet. Okay, das war es jetzt auch schon wieder, wie gesagt, von dem Fallschirmspringen. Ich möchte euch einfach auch ein paar andere Dinge zeigen, nicht bloß do it yourself. Der Kanal soll ja auch ein bisschen zur Unterhaltung beitragen. Ich hoffe, das konnte ich jetzt mit diesem Beitrag machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, der ist so breit gefächert, da hat es eigentlich für jeden was. Und ja, würde mich freuen, wenn ich euch sehen würde. Euer Rainer.